Ich bin Helene Hahn, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation Deutschland. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für offene Daten und offenes Wissen einsetzt. Und ich bin die Projektleiterin von Coding Da Vinci. Coding Da Vinci ist ein Hackathon, bei dem Designer, Entwickler und kulturinteressierte Menschen zusammenkommen und gemeinsam mit offenen Daten Anwendungen, Apps, Webseiten erstellen und visualisieren. Coding Da Vinci hat das Ziel, offene Daten im Kulturbereich voranzutreiben und zu fördern. Wir wollen Kulturinstitutionen und Teilnehmer miteinander vernetzen und diese beiden ja doch teilweise unterschiedliche Welten zusammenführen. Die Entwickler, Designer und Kulturliebhaber kommen hier zusammen, sprechen miteinander über Daten, entwickeln gemeinsam Ideen und setzen diese Ideen bei unserem Kulturhackathon Coding Da Vinci um und entwickeln Apps, Webseiten, verschiedene Formate können dabei entstehen. Also wir legen diese Sachen nicht fest, sondern die entstehen in einem kreativen Prozess. Die Kulturinstitutionen sind zum einen sehr wichtig für den Hackathon, weil sie diese Daten liefern und diese Daten bereitstellen als offene Daten. Das bedeutet, dass man mit diesen Daten, die frei verfügbar sind, alles Mögliche machen kann. Sie stehen unter einer offenen Lizenz und es ermöglicht zum Beispiel den Remix von Ideen auf einer legalen Ebene. Mein Name ist Anna-Maria Heckmann, ich bin wissenschaftliche Volontärin an der Berlinischen Galerie. Und das ist ein Landesmuseum für moderne Kunst, Architektur und Fotografie. Die Berlinische Galerie ist auf der Suche nach neuen Ideen im Umgang mit ihren digitalen Beständen. Die Kulturinstitutionen beteiligen sich an Coding Da Vinci, weil sie mit den Daten ein Signal aussenden und sagen, wir sind offen, wir sind transparent, das sind unsere Daten, wir wollen, dass daraus entsteht, wir wollen, dass diese Daten genutzt werden, wir wollen, dass auch andere Leute, die nicht eine Institution direkt vor Ort besuchen können und diese Exponate sehen können, dass diese Menschen auch die Chance haben, überall diese Daten zu sehen, mit diesen Daten zu arbeiten, beziehungsweise dann das Endergebnis nutzen zu können, als App, als Webseite, als Spiel, alles Mögliche. Die Teilnahme hier am Hackathon ist eigentlich eine Art Pilotprojekt für unsere Institution, weil wir eben nach neuen Möglichkeiten suchen, unsere digitalen Bestände zu veröffentlichen. Wir sind eigentlich als Museum ja gewöhnt, dass die Leute zu uns kommen, um in Ausstellungen unsere Exponate anzuschauen oder eben Wissenschaftler, die eben in unseren Archiven graben. Aber das ist eben, wir erhoffen uns eigentlich, dass wir eine breitere Öffentlichkeit mit unseren Beständen erreichen können. Schön wäre natürlich, wenn unsere Bestände wie so eine Art virtuellen Stadtrundgang irgendwie ergeben könnten, also durch ein Berlin der 60er Jahre, eine neue App oder Anwendung, die diese Bestände auf eine neue Art und Weise erschließt, die wir möglicherweise auch in unserer Ausstellung dann sogar einbringen könnten. Aber wir haben jetzt keine konkreten Vorgaben gemacht. Ich bin Dana Freiberg, ich arbeite am Ethnologischen Museum Berlin, in einem Projekt, wo es um die Digitalisierung von Musikinstrumenten geht. Wir finden es interessant, dass es hier eine Plattform gibt, wo man kulturelles Wissen austauschen kann. In unserem Projekt geht es ja um die Digitalisierung von Musikinstrumenten, wo wir 3D-Modelle über Computertomographen erstellen und einen Lichtprojektionsscanner. Und weiterhin bieten wir die Möglichkeit, MP3-Files und Audio-Files zu bearbeiten. Bei Coding Da Vinci haben wir 150 Teilnehmer mittlerweile, die sich angemeldet haben. Wir sind davon ausgegangen, dass ca. 100 ein super tolles Ziel für uns wäre. Wir haben 11 Institutionen dabei, die Daten liefern und daraus insgesamt 20 Datensets. Also hier sind überall Tische und Stühle aufgestellt. Wir haben Inseln gemacht, bei denen man arbeiten kann. Die Teams finden sich zusammen. Es wird ganz viel geredet miteinander über Daten, über die Kulturinstitutionen und ja, ganz viel geschaffen. Am Anfang werden wir innerhalb des Hack Days zwei Tage haben, wo gehackt wird, wo die Daten vorgestellt werden, wo die Institutionen vor Ort sein werden und die Teilnehmer die Möglichkeit haben, die Daten zu sichten, mit den Daten zu arbeiten und Ideen zu entwickeln.
Dann haben wir eine kurze Sprintphase von 10 Wochen, wo sich jedes Team nochmal einzeln Gedanken machen kann und das Projekt weiterentwickeln kann. Und wir treffen uns wieder in Berlin zusammen mit den Teilnehmern, die dann ihre Projekte vorstellen werden innerhalb von einer öffentlichen Preisverleihung und jeder ist da eingeladen, vorbeizukommen. Ja, also Coding Da Vinci ist auf jeden Fall ein Projekt, das nicht einmalig stattfinden wird, sondern unser Ziel ist, noch mehr Institutionen ins Boot zu holen, mit noch mehr Institutionen uns zu vernetzen und den Austausch somit zu fördern und zu fördern, dass offene Kulturdaten verfügbar gemacht werden.